Willkommen zurück bei Soul and Sanctuary, ABXO, schon gesehen, super Sendung. Soll klasse sein. Ist wirklich gut, ist wirklich, wirklich sehr gut. Ich bin sehr froh und stolz, dass wir die Jungs am Start haben, Ilias und Sebastian. Und vielleicht sollte man überlegen, wenn da steht, jeden vierten Dienstag, man weiß ja nicht genau, zum Zeitpunkt des Ausstrahlungs des Teasers, der wieviel das ist. Ist der zweite oder der dritte? Man könnte auch schreiben, heute nicht. Wir können vielleicht die Kalenderwoche dazu schreiben. Das ist so eine präzise Angabe. Leute, die Kalenderwochen machen, Flo, unser Aufnahmeleiter, ja auch, Kalenderwoche. Wenn du Kalenderwochen benutzt, dann wirklich, nimm den Strick, ganz ehrlich. Wer, kein Mensch denkt in Kalenderwochen. Woher soll ich wissen, welche Kalenderwoche wir haben? Was machst du in Kalenderwoche 47? Keine Ahnung! Woher soll ich das wissen? Kalenderwoche 37. Wofür haben wir denn Namen für Monate? Und für Tage. Ja. Wofür gibt es das überhaupt? Ja. Aber dritte Septemberwoche ist halt weniger präzise als Kalenderwoche. Was machst du denn KW 47? So, können wir jetzt mal. Wir sind übrigens ein Stück weitergegangen hier. So sieht's aus. Und ich mache jetzt den Reiter platt. Wir machen jetzt, aber erstmal sollen wir wieder hergereitet kommen. Er kommt wieder her, Man kann nämlich gut durchrollen. Aber der Kollege offen. Ach, guck mal, da unten ist der. Der ist unten in den Ausgang gefallen. Da sah man ihn noch gerade wandeln. Und es war nie wieder etwas von ihm. Da ist er. Komm, komm doch hier. Komm zurück. Komm zurück. Was ist denn das? Ich mach mal schon mal die Kleinen hier fertig. Vielleicht traut er sich dann raus, wenn er denkt, oh, ist wohl abgelenkt. Ich hab's ausgemacht, ja. Weil es zu warm war. Es war unerträglich. Es ist wirklich zu warm. Es ist zu warm. Der ist weg. Da ist er. Nee, jetzt ist er dope. Nee. Sehr schön. Hier waren wir doch schon. Ja, aber wir können wieder mit. Aber sind wir. Warte mal, wo geht's denn nach rechts weiter? Ach ja. Nee, da kommen wir her. Nee. Doch, da hast du gesagt, hier war ja. Die shitty Rüstung. Genau. Da sind wir nämlich her, dann sind wir da rum und dann ist alles gut. Wir müssen wieder zurückschwimmen. Wir haben es ein bisschen dunkler gemacht, Timo, weil es so warm ist. Es ist echt mega warm. Auf in den Osten. Dann jetzt auch. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, fahren wir jetzt quasi von einem Zipfel der Weltkarte zum anderen Zipfel. Der Weltkarte. Ich weiß, du hast wieder deinem treuen Freund im Chat hast du lieber zugehört als mir. Ja. Weißt du, was das für ein Sofa ist? Chat ist immer für mich. Aua! Da. Es ist echt ein Das Leder ist nicht Sofa, gut. Ne? Und vor allem, wie viele Generationen von Hautschuppen, Schweiß, Blut, Tränen, andere Sachen hier schon abgelegt wurden. So, jetzt gehen wir nach oben. Ja. Aber schlauer wäre es erstmal einmal das unten zu aktivieren. Ja. Was war denn unten? Aber das haben wir ja schon aktiviert. Ja, aber noch nicht aktiviert. Bonfire und so, weißt du. So. Ach, du meinst wegen ist nicht. Wenn wir sterben, sonst landen wir doch nicht hier, oder? Nee. Aber ist dann. Ich kapiere überhaupt nichts mehr. Und davon wenig. Gut, dann lese ich's. Laufend Folter. Ey, wenn du schon eine Flaschenpost irgendwo hinstellst, dann schreib doch ganze Sätze, du Affe. Oder lass es gleich. Laufen Folter. Was ist das? Ich habe das Gefühl, die haben die Übersetzung wieder zurückgepatcht. Die ist ja so schlecht. Na, komm, erstmal rein. Da sind wir uns einig, oder? Ja. Ja, die war mal besser. Die war doch wirklich mal, wo wir dachten, toll, klasse. Hey, erstmal oben lang. Ja. Oh, da ist auch so eine rote Barriere. Ja. Was ich immer so bei so Spielen, wo du dann so eine Barriere, du hast das Item, ohne, mit dem du die Barrieren wegmachen kannst, sonst kämst du ja nicht hier zu diesem Punkt. Und dann kommt die nochmal. Warum? Ja, das ist zu dem Zeitpunkt weiß das Spiel doch, dass wir das haben. Okay, Silver Knight incoming. Oh. Ah, da ist ja noch mehr. Ich kam aus dem Haufen gesprungen. Aber das finde ich mal, das ist irgendwie, glaube ich, kommt gerade ein anderes Flair hier auf. Ja. In dieser Ecke, ne? Mal so eine Außenpyramide zu bespringen, ist ja auch schön. Drückst du auch immer schön brav Kreis? Ja, ja, klar. Das ist deiner deiner Schnell. Okay, ja, ich bin schneller als du, ein bisschen. Ich glaube, weil ich tatsächlich. That's what she said.
Gerade lobte er das Level-Design. Im nächsten Moment denkt man schon wieder, hier falsch, andere Seite. Himmel ist hier. Das klingt auch nach so einer Aufforderung, ne? What? Doppelsprung, da können wir schon irgend so eine Ranke, die uns ins Land der Riesen bringt. Sollen wir mal hier, also bei Super Mario 3 könnte man jetzt hier rechts irgendwie auf eine Plattform. Soll ich mal rechts rüber jumpen? Aber ich mach mal Licht. Weißt du, so... Ja, das Problem, nein, da ist aber nichts. Das ist alles nur da hinten. Das hätte man sonst auch gesehen. Ja. Hast ja recht. Hier könnten überall Geheimfächer sein. Hier zum Beispiel. Das sieht so aus, als ob hier was ist. Ist? Kann es jeder aufmachen oder nur der? Ja, das kann jeder. Das ist halt wirklich nix, ne? Naja. Das ist einfach nur eine aufregende Steinpyramide. Oh, ich habe oben was vergessen. Können wir mal zurück? Wahrscheinlich unten durchgehen können. Okay, hier gehen wir jetzt rein. Ne? Das soll ja wohl sich lohnen. Tempelturm. Tempelturm aus Staub. Klingt schon mal ganz gut. Aschen des Gefäßes. Ich kann mich jetzt nicht... Aschenland! Oh, das sieht doch schon wieder nach so einer Nervzauberin aus. Hallo. Oh, das sind zwei. Das klingt so ein bisschen, als ob man hier einen Ring, der gut gegen Feuer ist. Weißt du, welcher Ring gut gegen Feuer ist? Ja, meine Waffe. Ja, ich kämpfe mal wieder alleine gegen den. Ja, ich kann nicht. Ich muss halt auch ab und zu mal hier uns und die Wundvorsorge. Ja, klar, ich hab den ja gekillt. Ich hab hast du auch gut gemacht. Ich lobe dich. Aua. Irgendwann bleibt die Hälfte der Haut kleben. Mit Ansage. Oh oh. Interesting, neuer Gegner sitzt hier und wartet auf. Naja. Plus hasserfüllter Kieferknochen. Ja. Hasserfüllter Kieferknochen. Oh. Was ist das hier? Wollen wir mal gucken, ob wir hier. Nicht. Ne. Oh, es fehlt schon so ein bisschen was. Naja, aber was wo denn? Wir sind ja überall lang. Was? Ist so ein Huch. Was hast du denn wieder gemacht? Ich habe irgendwie einen geilen, spitzbärtigen. Ist der noch tot oder lebt er noch? Hi, du der Schwäch. Blaue Schimmern, wir werden ganz... Oh, ich freue mich schon auf das nächste große, tolle Item, was wir kriegen. Es ist plötzlich schwarz-weiß geworden, das Spiel. Das liegt daran, dass wir hier wieder was beanspruchen müssen. Jetzt sind sie... Manchmal kommen die ja echt selten, die Dinge, und jetzt haben wir aber echt teilweise... Kommt zu inflationär. Relativ ohne große Herausforderung. Ich guck mal kurz, ob ich einen... Wenn ich schon mal hier bin... Nee, 14.360, das reicht nicht. 1.000 fehlen mir noch gut. Also gut, 1.000. Ist nicht gut, dass sie mir fehlen. Das meh nicht, wa? Okay, auf drei? Achso. Ja. Auf drei. Okay, eins, zwei, drei. Achso, ich. Runter oder hoch? Ah, wohl, das sieht nach aus. Oh, guck mal, die sehen aus wie. Wie, aus hier, Diablo. Hier, nein, aus Chihiros Reise ins Zauberland. Oh ja, du hast recht. Hä? Das ist ich bin tot, Gesicht. Alter, ich bin tot, die hauen richtig rein. Du lebst doch noch. Warte. Alter, aber ich war kurzzeitig tot. Ja, dann waren die halt nicht so böse. Doch, die waren ganz schön böse. Ich meine, ich bin ja mega ausgerüstet. Was haben wir denn eingesammelt für Items? Das haben wir wieder nicht. Ich will mal gucken. Du musst dir mal angewöhnen, guck mal auch mal die Items anzugucken. Das war irgendwie so ein aschfahlener Ascheprinz. Irgendwas wieder, was wir wahrscheinlich zum Aufleveln irgendwo bei irgendwem brauchen. Irgendwann. Irgendwo. Wie? Ja, jetzt weiß ich, wo wir rauskommen. Ja, ne? Genau. War ja klar. Hätte man sich die Pyramide auch sparen können. Ja, ich denke mal, wir werden ein späteres... Ein, zwei, hopp. Oh, oh. Jetzt wissen wir auch, warum die Falle hier ist. Ja, aber da kommen wir gar nicht lang. Doch, ich habe zu spät die Fackel aktiviert. Jetzt. Eins,
2. Oh, schade, die 3. Oder komm zu mir. Also hier ist noch nichts zu wollen, außer vielleicht mal eben ein Level mitnehmen. Ich glaube, du kannst ja auch einen erlauben. Ja. Ne? Dann kann ich ja jetzt auf die Maximum Eisbrecher auf die Maximum ausbaufähige Waffengattung gehen. Kostet nämlich 5 und ich habe gespart, Colin, was du nicht mitgekriegt hast, weil du einfach sehr narzisstisch bist. Du siehst nur dich selbst, oder soll ich eher sagen, egozentrisch. Du kriegst manchmal gar nichts mit. Und jetzt kannst du es aber selber sehen und wirst dich wundern. Bam, hier. Fähigkeit erwerben, schwarze Perle mal 5, Stufe 5, Großwaffenkämpfer. Aber Entschuldigung, ich habe gerade nichts was? Gehört. Großschwanzbesitzer. Ich bin... So. Das ist sehr, ich mag deine romantische Ader. Jetzt habe ich auch übrigens Gesundheit dazu gekriegt, wollte ich nur mal sagen. Was kann ich geben? Nee. Nee. Wo ist denn der Weg der geilen Rüstung? Der Weg der geilen Rüstung. Das klingt auch wie so ein Fantasy-Buch, was abgelehnt wurde vom Verlag, ne? Zu Recht. Wo das ist geil, aber nur wenn sie einen anderen Titel. Niemals! Wieso wird mir denn da links nicht mehr das angezeigt, was... Boah, ich hätte ja auch so Bock, den magischen Weg noch einzuschlagen. Aber erstmal die Kleriker-Ausbildung, eins am anderen. Das wäre, wenn du direkt mit dem Zweitstudium liebäugelst, obwohl du noch nicht mal den Bachelor hast, wie man heutzutage sagt. Guck mal, mir wird da links nur noch die Statistik angezeigt, aber nicht mehr, was das jeweils macht. Ja, wieso ist das so? Das ist nicht gut, aber es ist... So. Ich habe jetzt Level 5 Großwaffenkämpfer, was gar nichts bringt, weil ich keine Waffe dieser Gattung habe. Hm. Weißt du, was mich interessieren würde? Ich gucke gerade mal, wo wir die Rüstungen... Also sind oben rechts in dem Strang, in diesem mittleren, ich glaube, da, wo du unterwegs bist. Du kannst schwere Rüstungen tragen, ne? Kann man dann eigentlich Sachen wieder wegnehmen? Also wenn ich jetzt das hier, guck mal gerade bei mir, ja. Wenn ich hier oben das freigeschaltet habe und ich habe ja so 2 Kugeln, mit denen ich alte Sachen wieder wegnehmen kann, kann ich dann das hier wieder wegnehmen? Das ist eine gute... Du meinst so richtige Grundfähigkeiten? Also diese... Oder verliert, oder ist dann das hier auch wieder weg? Ja, das ist, ich würde erst mal denken, das ist dann auch weg, oder? Weil sonst könntest du ja total bescheuert, naja, nicht total, aber... Ja, aber hier steht, guck. Genau, das ist dann weg. Ja, aber nur das hier, nicht das. Hast du das schon ausgewählt? Ja, ne? Ja. Das wäre ja nicht grau. Du kannst ja mal probieren, wenn du es ausprobieren willst. Probier doch selber. Ja, ich hab mich nicht verskillt. Ja, egal. Okay, machen wir mal weiter. Ich will nur mal einmal wissen, wo... Die leichten Rüstungen sind in diesem Segment. Stufe 3 leichte Rüstungen. Oh, das ist ein bisschen schwer manchmal. Ich würde mir so einen Zoom wünschen. Oh, shit. Stufe 4 leichter. Ich bin noch nicht so weit. Ich muss noch einmal hier... Ich will wissen, wo Stufe 2 leichte Rüstungen sich verstecken. In der Stufe ist denn... Also, das ist Stufe 4. Dann kann es ja nach Adam Riese... Ah, das ist mal... Chat sagt, es geht. Tatsächlich. Das kann man ja dann taktisch schon benutzen. Ja. Skillst dich irgendwo hin... Deshalb sind die aber auch so selten. Man hat ja sehr selten. Ja, so richtig völlig freies Verteilen ist dann nicht machbar. Gut, egal. Vielleicht haben wir das auch schon leicht zu... Nee, habe ich nicht. Warte, ich wüsste gerne mal, während du da immer noch rummachst, haben wir einen Arzt im Chat. Ein Arzt, der um die Zeit nicht mehr praktiziert? Und wenn nicht, dann lasst ihn mal bitte durch. Also wenn ja. Ja. Also das ist der Weg des... Magiers. Der Weg des Magiers bringt mir das nicht, was ich suchte. Der Weg des Jägers. Stufe 1 leichte Rüstung. Die haben wir ja schon. Und jetzt müsste ich doch diesem Pfad irgendwie folgen, um Level 2. Da? Mal, plötzlich haben wir hier 300 Ärzte. Ich glaube euch gar nichts. Alle sind Arzt hier. Ding, 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 ding. Ich glaube, ich werde mal gucken. Ich glaube, nur weil die einen Medic bei Battlefield spielen, glauben die irgendwie, dass sie hier Arzt sind. Okay, haben wir hier jemanden? Dr. F. Otze hier. Dass wir es auch noch mitnehmen. Alles schön. Ich habe heute schon weniger gelacht. Etienne heirate mich, schreibt, ich liebe Etienne. Nicht dich. So, ja, so, los geht's. Bitte, Colin. So, weiter geht's. Achtung. Du hast doch schon. Ja, hier ist der Troll. Achtung. Der Troll. Aber der war doch gar nicht so böse. Aber groß. Huch, wo ist er? Ach, wir können eigentlich mal da runterjumpen. Ja. Willst du eigentlich mal davon? Willst du mal machen? Dann hole ich dich wieder? Nein, brauche ich gar nicht. Ich komme. So. Ne?
Aha. Hat sich gelohnt, die Fackel anzumachen. Ja, braucht man wieder so ein Dash oder irgendwie sowas, ne? Aber wir kommen da ja auch nicht mehr hoch, ne? Deswegen müssen wir noch. Kennst du noch Spielwaren Dash? Gab's das bei euch früher auch? Dash? Dash, Spielwaren Bele. Was? Bele? Die Spielzeuggeschäfte? Nee. Spielwaren Bele? Gab's das? War das so ein Frankfurter Hessen-Ding? Wahrscheinlich. Ich kenne nur Fedes Fachgeschäft. Die kenn Fedes, ja, Fedes, Bele. War früher das Gleiche. Lass mal den hierher locken. Da ist schlecht zu kämpfen. Ja, lass mich doch mal weg, du Arschgesicht! Vorsicht, ich mach geistvolle. Aber brauchst du gar nicht. So. Man kann ganz gut da durchrollen. Ich sehe nichts. Da ist noch eine von den alten Kackschlampen. So. Dieses Gefühl, dass man ganz viel liegen lassen muss, weil einem gewisse Fähigkeiten fehlen. Das Problem ist, dieses Backtracking wird echt hier noch zum Krampf. Also ja. Wo man überall gesagt hat, da komme ich später wieder. Also dagegen ist ja, weiß ich nicht, Metroid linear, möchte ich fast sagen. Nee, da geht's runter. Schaut mal. Aber es wäre ja auch oben weitergegangen. Ja, aber da wären wir nicht hergekommen, glaube ich. Lang. Oh oh, der sieht gut aus, aber böse. War nicht so böse. Ist cool hier. Also zumindest. Blutbraune Beinschienen. Ja, ich will die kurz mal angucken. Ja, check mal die gut. Hä? Hallo? Wo bin ich? Hast du gerade. Es ist so dunkel hier tatsächlich. Das ist ja geil. Kannst du noch die nehmen? 119. Ja. Ich sag ja, ich werde die gleichen Waffen und Rüstungen bis zum Ende des Spiels benutzen. Hier ist sonst nichts. Also wenn ich die Alchemie erstmal exploitet habe, danach werde ich mal gucken. Was hast du eingesammelt? Da nichts Wichtiges. Er lügt. Du lügst doch. Warte. Was willst du nicht? Nein. Spring mal zurück. Ich hol dich. Bist du tot? Ja. Ich hab natürlich geguckt, was da im Abgrund ist. Ja, das hast du auch richtig gemacht. Nee, das haben wir nicht gesucht, ne? Immer noch den Auftrag des Herzogs. Okay. Nee, irgendwas unter Wasser-Dingens brauche ich. Oh, alter Pri, Wurzel. Ach, du bist tot. Ja, ich weiß es, da muss man sich wieder dran gewöhnen, an diese Option. Aber Grauperle haben wir eben noch drüber gesprochen. Mhm. Und noch von geschwärmt. Da ist wieder irgendein Gegner, der ich da runterboxen will. Tja, soll ich weitergehen? Ich glaube, wie du. War ein ganz schön weiter Weg, an den Hexen vorbei und dem Troll. Ich gehe lieber mal weiter und gucke, ob da nicht gleich was kommt. Die machen aber ordentlich Damage. Aber ich mach der ordentlich kommt nicht Damage. Ja, wenn. Er kann natürlich mit Armen werfen. Das ist ein klarer Vorteil.
Scheiße. Sehr gut. Oh, falsch rum. Gestaggert hat er mich. Das sieht auch cool aus, als wenn er so einen Bart trägt. Aber in Wirklichkeit ist es, glaube ich, nur Schatten. Ich hätte einfach springen, oder was? Ich denke mal so. Alles andere wäre wohl... Ja. Okay. Keine Sorge. Nee, nee, ist gut. Gleich. Ich genieße es zuzuschauen. Das war nicht mehr ironisch gemeint gerade. Also, weil es einfach auch mal schön ist zuzuschauen. Nicht unbedingt jetzt. Was ist das? Hä? Hier waren wir schon, oder was? Unglaubliche Truhe voraus. Unglaublich Truhe voraus. Waren wir hier schon? Oder war jemand anders, den wir töten müssen? Wir waren hier schon. Ja, aber das ist ein Rundgang. Ne, hier waren wir noch nicht. Also lass dich an diesen Raum. Hier ist ein leerer Sack, liegt da. Wieder war ja nur wilde Orgie. Ah. Das kommt mir aber auch bekannt vor, irgendwie. Ja, irgendwie kommt es mir auch der Vergessenen. Ja doch, hier haben wir schon einen Händler hingeknallt. Ja. Oh. Transmutationen gibt es hier. Ja, irgendwie waren wir hier schon. Das war mit dem Waffe umwandeln, ne? Verhülltes Bollwerk. Kann ich das noch in irgendwas Geiles? In Seewolfsäbel. Joa. In ein Klasse 3 Großschwert. Aber das kann ich ja wieder nicht tragen, glaube ich. Das sollte ich mir dann überlegen. Ich werde es nämlich erstmal nicht tun. Und ist das geil, Rüstung umzuwandeln? Hm. So richtig geil ist das ja alles nicht. Ich habe 5 Korsaren-Korbschwerter. Das ist aber eine ganze. Okay, hier ist nur Scheiße, komm. Aber hier waren wir auf jeden Fall schon. Mhm. Ich habe jetzt mal einen Wiederfalken. Du verbringst schon gerne die Zeit da in diesem. Ja, wenn ich habe nämlich gerade einen neuen Bogen mir gebaut. Ja, komm, wenn du dich da im Darkroom rumtreibst, wie das heißt. So. Ja, aber... Ja, hier waren wir schon. Ja, genau, da sind wir jetzt hergekommen, aber... Hier waren wir doch auch schon. Hier sind wir doch dann auch... Da sind auch schon wieder diese Wolken übrigens. Gesehen? Was für Wolken? Ach, die Wolken, die am. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl gerade, dass wir irgendein wichtiges Item verpasst haben. Irgendeine Fähigkeit. Ja, wir machen ja jetzt wieder langweilig. Wir machen ja jetzt wieder ein bisschen Backtracking. Ja, aber ohne. Ohne Plan? Ja, das stimmt. Das ist nicht gut. Da war das Bürklein, glaube ich. Nee, hier war, gingen wir zum Bossgegner. Hier war das Käse. Nee, hier war nämlich gar nicht Käse. Doch, hier ging es zum Boss. Hier gab es auch so einen Balken, wo wir nicht weitergekommen sind. Hm. Irgendwo, ja. Ja, ich weiß aber noch wo. Na komm, na komm. Das weißt du doch niemals. Weiß ich wohl. Sehr gut. Huch. Ach, hier ist...
Tim, bringst du uns Kaltgetränke und Süßspeisen? Nichts von beidem. Oh, jetzt sind wir hier wieder. Lass uns mal da wieder hinbeamen. Erstens will ich meine Seelen, du willst deine Seelen. Dahin beamen. Und welcher war das? Da nämlich weitergehen. Wir können hier nicht ins Beamen, wir haben nichts zum Beamen. Wie, wir haben nichts zum Beamen? Ich hab zum Beamen. Dann machen wir Beamy. Aber wir beamen, du kannst uns eh nur hierher beamen wieder. Nee, ich kann uns überall hin beamen. Ich nutze die Gelegenheit, etwas von meinem Kaltgetränk zu nehmen, was ich zum Glück mir aufgespart habe für genau diesen Moment. Wo hab ich, was habe ich jetzt gemacht? Ich weiß nicht, es klang überzeugend. Welches war das denn, wo man die auswählen kann? Ich gucke mal, ich gucke mit. Ich such doch mit. So, das eine war das rufende Horn. Ich mach's schon. Ja, da war aber schon, ne? So, wo möchtest du jetzt genau hin? Da, wo wir eben waren. Wo du gesagt hast, nein, darunter nicht. Das war... die rote Halle der Käfige. Meine ich. Ja, es war da zumindest im B-Reich. Also das ist... Was ist das für ein Live? Hier lang... Unten rechts müssen wir. Warum lachst du denn da so dämlich? Weil wir nach unten links gehen. Ja, wir wollen nach unten und dann nach rechts. Wenn es halt nicht rechts geht, müssen wir halt links. Aber ich wollte eigentlich, da wo ich eben war, war genau richtig. Aber gut, dann müssen wir jetzt hier lang. Du darfst einfach jetzt auch mal, du darfst einfach nicht widersprechen. Ich folge dir das einfach schweigend. Du darfst einfach nicht widersprechen. Mach ich auch nicht. Nee, das gewöhne ich mir auch ab. Wie ist das für eine gute Demokratie gehört? So, und jetzt hier drüber. Oder? Dass man immer sicherheitshalber springt, ne? Wenn man Angst hat, wenn man es gelernt hat. Ganz nach unten, ja, ne? Boah. Ganz nach unten. Ganz nach unten. Das ist auch ein großer Dungeon hier gewesen, ne? Das zählt nicht zu meinen Lieblingsdungeons. Auch wenn ich diese Mischung aus Folterkeller und Dämonentrip eigentlich stilistisch gut heiße. Ah. Kann ich jetzt vielleicht auch... Ja, genau. Geh mir doch auf den Sack. Jetzt muss ich schon wieder heilen. Das sieht so aus, als ob wir da... Noch nicht waren. Hoch? Nee. Ich dachte, ich bin du. Das war wie ein schöner Traum, nicht wahr? Das war wunderschön. Ich möchte ihm jetzt auch wünschen, dass wir mal endlich eine Fähigkeit mehr haben. Boss. Aber noch nicht runter, oder doch? Shit, wo war das denn? Ich hab keine Ahnung. Weißt du nicht, wo es so rechts und dann hochging und dann war da das rote Ding? Ja, doch. Du hast recht, eine dunkle Erinnerung. Das war hier irgendwo. Ja, irgendwo. Aber irgendwo aber ist halt leider hier, rechts, hier links geht's ja nicht mehr weiter. Kacklevel ist das irgendwo leider. Nee, nee, hier sind wir falsch. Links geht's doch nicht mehr weiter runter. Dann sind wir hier irgendwo rechts ist hoch oder so. Hier! Nee, da war das, da waren wir ja gerade. Genau, wir sind da nicht. Da war auch nichts, da war doch nur hier so ein. Alter. Achso, ja, komm. Ich gebe mal einen aus. Ich weiß genau, in der nächsten Woche wissen wir nichts mehr. Also leider gar nichts. Hier ging es auch nicht weiter. Nee, das ist alles Käse.
Ich glaube, wir sind einer ganz heißen Spur auf den Fersen. Sagt man das so? Ja. Es ist hier aber auch ein extrem großer Dungeon. Alles sieht gleich aus. Möge uns das dann auch wirklich mal verzeihen. Ja. Was hier? Machen wir mal weiter. Hier war das. Ja, aber hier war der, kam er ja auch nicht weiter. Ja, hier ist wieder dieses... genau das. Aber kann sich schon mal merken. Willst du da... Nee, hier kommen wir doch her. Ich nehme das hier mit. Ja, mal komm, weiter nach links, mal gucken. Ah, ja, das ist so alles teuflisch. Ich weiß nicht. Wollen wir offen... Ja? So. Wir müssen irgendwann hier rechts raus. Im Zwischengang hier? Ja, irgendwo, wo es uns sinnvoll erscheint. Ja, komm. Also hier bin ich auch gerade gestorben, genau. Oh, der hat mich... Oh, das ist klasse. Oh, geil. Danke nochmal, liebe Programmierung. Geil, ich habe mich gesaved, hast du gesehen? Mhm. Oh, ich habe auch mich geheilt. Egal. Hier war das nämlich, hier bin ich auch eben gestorben. Da meine ich mich genau richtig. Ich habe nämlich bei all meinem... Defiziten einen überragenden Orientierung. Einen überragenden Orientierungssinn. Hier ist es nicht. So, hier. Hier ist es. Hier ist es? Ja, hier ist es. Aber nicht gespannt. Ich gönne dir von Herzen. Dass du sei gespannt. Oh, du bist fast tot. Ich heile uns mal eben. Hier ist es nämlich. So, hier ist es. Tata! War das nicht hier? Ich glaube, die haben was nachgepatcht. Das war mal da. Da war doch hier was rot. Ach, ich bin doch nicht bescheuert. Vielleicht war das aber auch eine andere Stelle. Vor allem die so aussehen wie alles andere in diesem Spiel. Hier war doch so ein roter Balken und da sind wir nicht weitergekommen. Das weiß ich doch noch! Okay, dann war es woanders. Ja. Diese präzisen Schlussfolgerungen, die gefallen mir sehr. Das ist so was Detektivisches. Warum ist das Bild so blass plötzlich? Das ist komisch, ne? Ne? Liegt das an einer Fackel? Nee. Ah, jetzt hat doch, irgendwas ist passiert. Dies, wenn man denkt, auch wäre ich doch gespannt. So, hier ist es. Aber das ist doch jetzt... Genau, das ist dieses lange Ding. Wo du eben runtergegangen bist. Mhm. Von oben rechts. Ah ja, komm mit, ich weiß, wo es ist. Jetzt sind wir doch wieder auf der obersten... Immer noch. Jetzt sind wir wieder auf der obersten... Oh, diese Kackstelle. Durchspringen, hier drüber springen. Und jetzt? Auf den drauf. Klasse. Alter Verwalter. Und jetzt nach links raus? Mhm. So, jetzt mal richtig. Hier kommt's jetzt gleich. Warte, ich heile uns auch mal. So, jetzt müssen wir. Was? Schöner Schlag. Schlechter Schlag. Ja, das Blocken ist auch eine Fähigkeit, die absolut vernachlässigt wird. Ich habe aber auch eine langsame Doppelattacke. So. Hier war's. Warte, bleib stehen. Nein, du brauchst nicht. Was ist denn jetzt hier, ey?
Ich muss sagen, du siehst mich ratlos, was selten passiert. Ja, aber das ist gut, was wir machen. Das ist Backtracking. Und das ist gut. Das hilft uns. Und da sind wir eben unten rein. Nee, 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 das ist falsch. Hier. Wir wollen ja in diesem Dungeon bleiben. Weil da war das ja irgendwo. Wenn da jetzt aber nicht das geilste Item aller Zeiten ist, dann... Doch, doch. Also. Was ist denn hier? Diese... Ich habe so eine schöne Combo, aber die ist zu langsam. So, das haben wir ja alle schon mal gehört. Nee? Da ist aber nichts. Da ist außer nichts, nichts. Ist auch kein Geheimgang leider. Ist auch nichts. Ist hier noch was? Nichts. Ja. Ja, hier sind wir falsch. Also so richtig falsch. Wir haben einen birianischen Feuertopf gekriegt. Also so ganz umsonst war es nicht. Nein. Um genau zu sein, es war sogar relativ schön. So, jetzt müssen wir hier ran. So, den hauen wir kurz um. Die Leiter hoch. Achtung, Bogenschütze links. Egal, können wir auch ignorieren. Jetzt gehen wir hier die Leiter hoch. Hier rechts, hier rechts. Ich hab... Ich möchte dir immer noch vertrauen. Hier war der eine Ritter auf dem Dach. Aber hier war doch nichts. Nichts war hier. Ne, hier sind wir falsch. Hier müssen wir hoch. Oh, mach mal. Sehr gut. Das Rollen dann gefällt haben wir was gedroppt, mir. Oder? Nee. Gefällt mir ausgesprochen gut. Vielleicht kommen wir jetzt hier irgendwo hin, wo wir noch nicht waren? Ich glaube nicht. Nee, hier haben wir das. Ja, nee. Was denn? Haben wir alles schon gemacht, können wir natürlich trotzdem nochmal machen, wenn du willst. Und den Hebel haben wir da bestimmt auch gelöst, da unten, ne? Hallo. Mal gucken, ob der irgendwas Gutes dabei hat. Haarlocke. Ja, der hatte so ein paar Sachen. Ich werde mal mich noch ein bisschen eindecken hier. Die kannst du immer gebrauchen, die Sachen. Eigentlich schon. Ich glaube, du hast sie schon, ne? Ist das nicht sogar das, was du trägst? Ne. Durchtränkter Kürbis. Also hier sind wir auch falsch, Colin, ne? Das ich muss einmal gucken, ob ich das Zeug habe, was er verkauft. Lederkürass, das kaufe ich nämlich das mehr. Ich habe ja mal echt so viele Kohle hier. So, das ist hier falsch. Hier sind wir nicht richtig. Oh, warte mal. Kann man hier? Was bin ich? Kann man hier nicht? Naja. Ja, hier kann man. Aber da kam man von der anderen konnte man. Den haben wir auch schon betätigt. Alles hier sind wir falsch, wir müssen hier lang. So, jetzt gehen wir hier rein. Dann sind wir gleich wieder im Dungeon, siehst du?
Es kann aber sein, dass wir hier irgendwas auch noch übersehen haben. Ja, ja, hier waren wir nämlich... Doch, ich glaube, irgendjemand schrieb auch irgendwann mal irgendwas dazu. Okay, hier sind wir ganz straight zum Bossgegner gegangen. Und haben garantiert nicht sämtliche Zwischenetagen. Ist aber auch unübersichtlich. Ja, ist einfach nicht optimal, sagen wir mal so. Was war hier? Ja, komm. So, Colin, jetzt... Ja, jetzt, aber hier ging es doch nur jetzt, aufs Dach zu diesem Drachen, jetzt, oder? Jetzt... So, springen und Brandmal. Das Brandmal, was wir nicht haben wahrscheinlich, ne? Davon ist auszugehen, denke ich jetzt auch. Aber hier ist, vielleicht haben wir echt irgendwas ganz Wichtiges liegen lassen. Das ist da eine Kiste, die wir schon geplündert haben. Also ich bin ziemlich sicher, dass wir hier noch nicht ansatzweise alles genau uns angeguckt haben. Naja, deshalb sind wir ja jetzt hier. Genau, und hier oben war der Bossgegner. Der leider nicht mehr da ist. So, hier runter. Hier rein. So, da oben ist wieder dieser dumme Nebel, der mich langsam wirklich nervt. Nebel des Grauens, wirklich. Oh, da ist auch nichts weiter. Hier, ne? Nicht weiter. Ja. Okay, aber dann lass uns doch bitte mal hier diese ganzen Zwischenetagen und so, dass wir hier nochmal irgendwie ein bisschen abchecken, was hier... Sowas zum Beispiel. Das konnten wir ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch gar nicht. Doch, doch. Ja? Ist der böse? Oh ja. Aber hier ist ein noch nicht beanspruchtes Heiligtum immerhin. Das ist ja schon mal, ne? Da muss man sagen, das ist ungewöhnlich. Es könnte sein, dass wir dann das hier wirklich noch nicht waren. Genau. Aber dann sind wir da von oben. Da ist aber eine... Bitte, das ist hier ein Hebel sein, den wir nicht drehen können. Cool, es ist einer. Wo bist hier du denn jetzt? Ich gucke, ich dachte da. Wie? Ja, da sind wir aber garantiert mit hochgekommen. Aber das haben wir in der Tat. Da unten ist noch ein Item. Kommen wir da hin, wenn ich runterspringe? Wie denn? Nee. Da unten ist ein cooler Gegner. Schafft doch kein Mensch wieder. Oh doch, den kann man schaffen. Und ich lebe noch. Ja, willst du zurückkommen oder? Ich nochmal. Dann, bevor du. Sehr gut. Glaube, das ist sinnvoller, wenn du es probierst. Du kannst ja mal probieren nochmal einen. Danach, glaube ich. Aber springst du nicht weiter als ich? Meinst du? Ich kann es probieren, aber du kannst mich nicht. Okay. Ich probiere es auch nochmal. Oh, nein. Fast. Nee, ne? Nee, ich glaube nicht, dass das... Das war so nie vorgesehen. Soll ich zu dir kommen? Ja. Erst nochmal hier oben. Oh. Warte, ich heile. Hab schon getroffen. Okay. So. Okay. Ist jetzt die große Leiter hier rechts. Erst nochmal links. Boah, ist das unübersichtlich. Mhm. Warum hilft uns Chat eigentlich? Oh, ist eine Tür, eine Tür, eine Tür, die wir noch nicht... Oh, die haben wir noch nicht aufgemacht. Oh, gezackten Schlüssel. Oh, das ist doch toll. Dann erstmal hoch. Ja, ne? Mhm.
graue Perlen, naja, immerhin. Jetzt aber warum hilft uns Chat nicht mehr? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, die haben, sind demotiviert. Ich weiß, kann man nicht... Oh, what the fuck ist das denn, ey? Das war, glaube ich, eine Falle. Hier ist noch eine... Hier, jetzt bitte eine geile Fähigkeit. Titanstuhl. Oh, na gut, ein komplette... Fuck! Okay, okay, alles klar. Alles... Ach, da waren Bodentreppen. Jetzt habe ich es gesehen. Da waren Bodenfliesen. Wo war jetzt die Heiligtum? Da haben wir runtergedroppt und da war oben ein drüber war das Heiligtum, oben rechts. Genau da. Kommst du da denn? Ja. Die Rüstung angucken, die wir da gerade eingesetzt haben. Schau mal rein. Titan-Küras. Guck da mal bitte, was für eine Klasse die hat. Mach mal Info. Wenn du Info drückst, dann sieht man das immer. Klasse 4, okay, ich bin davon so weit weg, wie man nur weg sein kann. Ja, die ist auch mega schwer. Ja, aber gut, Titan, ich meine, Titan ist ja auch der Name, soll ja auch ein bisschen Programm sein. Das aber sieht bestimmt kleidsam aus. Ja, aber die, da arbeite ich mich noch. So, jetzt, wo lang denn jetzt? Was ist denn jetzt hier? Dann lass uns doch mal ein bisschen in diesem Mittelgebiet da vielleicht ein bisschen rumgucken. Das hat sich ja jetzt schon mal einmal wenigstens etwas gelohnt. Hier kann man ja nicht her. Dom der Vergessenen. Sane Edge schreibt, Dom der Vergessenen weitermachen, da fehlt noch einiges. Ja, das ist richtig, aber da fehlt uns ja auch noch einiges an Fähigkeiten. Hier sind wir, haben wir diesen vergeblichen Sprung versucht. Das ist trotzdem nochmal versucht. Oh! Jo! Siehste? Der Impenwappenring, da will ich doch mal sehen, was denn der kann. Oh, das reicht trotzdem nicht hier für das. Ah, ja, gegenüber Feuerschaden. Haben wir gerade noch von geschwärmt. Von den Möglichkeiten. Ist hier noch was? Nein. Da kommen wir nicht hoch? Nee. Das ist doch scheiße. Das sieht aus so einem Riesenraum vor allem aus. Mal hier. Also wir können einfach mal ein bisschen hier... Hier sind wir nämlich immer nur hochgefahren, weil hier so viele Gegner waren, wo wir dann so panisch, oh, nerv mich nicht, ich hab Angst. Wir können einfach, lass doch mal ein bisschen systematisch hier säubern. Und gucken. Ja, hier ist... Bodenplatte. Ah, die ist auch gut versteckt, die Kackbodenplatte. Aber nichts außer ein schlaffer Sack. Nee, da lasse ich mich nicht provozieren von. Ich habe aber in deinen Schnauben gehört, dass du lachen, anerkennend gelacht hast. Wir haben das doch schon ganz gut abgesucht. Ich bin nicht. Also ich weiß, hier unten war ein Ritter, der immer noch da ist. Ach, da ist ja noch ein blöder Kleinritter. Geist verloren, Versorge. Wunderbar. Sag das mal schnell. Moment. Ja, ganz gut, wir können ja hier nicht jetzt. Mist. Ich habe leider keinen Stamina mehr für eine geile Rolle. So, jetzt haben wir den. Jetzt machen wir mal kurz Werbung. Würde ich sagen. Dann, gehen wir dann noch mal gucken wir weiter. Wir gucken noch mal ein bisschen weiter hier, aber ihr verpasst nichts, weil wir nämlich Werbung machen. Und wir würden nie Werbung machen, wenn ihr was Spannendes jetzt fürchten müsst. Bis gleich.